das Thema, ja insgesamt, weil TTIP uns ja natürlich mit am meisten bewegt, was so an europäischer Politik geht, war es dann auch interessant zu hören, wie jetzt die also mitzunehmen aus dem Gespräch, wieso die Kommunikationsstrategie jetzt angegangen wird. Also man merkt schon, dass die bemühter sind, die Leute nicht vor den Kopf zu stoßen mit ihrer Informationspolitik, sondern jetzt zumindest so zu tun, dass sie offener sind. Also ob das tatsächlich der Fall ist, müssen wir mal abwarten. Aber die neue Kommissarin bemüht sich da doch mehr als Herr de Gucht darum, naja, nicht so schon von vornherein die Leute abzuschrecken, allein dadurch, dass man sagt, hier, wir geben nichts raus und ihr erfahrt nichts, sondern zumindest so, ich sag mal, den Anschein zu erwecken. Also da müssen wir jetzt genau hinschauen. Per se wäre es natürlich gut, wenn da mehr passiert. Angeblich sind jetzt alle Dokumente veröffentlicht, zumindest in englischer Sprache. Die entsprechende TTIP-Seite ist auch relativ gut auffindbar bei der Kommission. Also da kann man sich nochmal informieren und gucken. Interessant aus Landessicht speziell ist die Aussage oder das Diskussionsergebnis gewesen, dass die Kommission sich wohl davon verabschiedet, dass es kein gemischtes Abkommen ist. Also das ist die Kompetenzfrage. Ein reines Handelsabkommen wäre rein Sache der EU-Kommission und läge in deren Handlungsmandat. Handelt sich um ein gemischtes Abkommen, wo auch noch andere Teile mitverhandelt werden, sind dann sozusagen die Mitgliedstaaten dann nochmal in den Prozess mit einzubeziehen. Und jetzt scheint es wohl so zu sein, dass man darauf geht, dass es halt ein gemischtes Abkommen tatsächlich ist, um da auch die Widerstände im Vorfeld schon mal zu reduzieren. Also insgesamt wird, glaube ich, im Moment versucht, einen etwas smarteren Kurs zu fahren. Was dann davon letztlich tatsächlich eintritt und wie es dann letztlich läuft, müssen wir halt genau schauen. Aber im Moment ist man, glaube ich, bemüht, das alles so ein bisschen runterzukochen, weil man merkt, man hat da doch erhebliche Widerstände, die man überwinden muss. Die andere Frage, die ganzen Sachen zu TTIP, war auch CETA ein Thema zum Stand des Verfahrens, weil CETA ist ja eigentlich weiterentwickelt, im Prinzip fertig, steht zur weiteren Umsetzung und Abstimmung an und ist auch wesentlich geschlossener, das heißt also nicht mehr, soll ich mal sagen, da können keine Teile rausgelöst werden, so wie bei TTIP möglicherweise. Sprich, ist auch bei CETA irgendwie in Aussicht gestellt, dass für die Abstimmung eine Öffnung stattfindet hin, dass auch die Mitgliedsländer noch abstimmen können, respektive dann natürlich auch die Bundesländer, oder war das einfach gar kein Thema? Naja, CETA war schon kurz Thema. Es wurde darauf hingewiesen, dass halt CETA und TTIP nicht vergleichbar seien, weil TTIP viel weitreichender ist. Und es wurde auch klar gemacht, dass CETA nicht mehr irgendwie aufgeschnürt würde. Also da sind jetzt alle dabei, dass das durchläuft. Und wurde aber halt darauf hingewiesen, damit ist dann noch nicht auch über TTIP entschieden, weil das halt eine andere Nummer ist, viel weitreichender. Und das war aber so die wesentliche Quintessenz. Hauptthema der Veranstaltung war TTIP, weil eben der Koordinator für TTIP da war und nicht von CETA. Also das Hauptaugenmerk lag eben auf TTIP. Noch den Joachim. Ja, vielleicht noch was zur Verfahrensweise. Also es war schon auffällig, dieser Verhandlungskoordinator der Kommission ist natürlich da auch, ich sag mal, mit allen Wassern gewaschen und hat getreu dem Motto mit uns gesprochen, je mehr ich rede, umso weniger haben die anderen Gelegenheit, Fragen zu stellen. Das war schon deutlich, dass er einen breiten Raum eingenommen hat. Und er hat also tatsächlich mal wirklich mit Engelszungen auf die Ausschussmitglieder eingeredet, was natürlich nicht dazu geführt hat, dass kritische Fragen verhindert wurden, im Gegenteil. Er hat dann aber nochmal explizit gesagt, er erwartet im Umgang mit TTIP Fairness. Und die kann man ihm dann insoweit garantieren.
Insbesondere Gegenstand war tatsächlich noch dieser, wo dann auch kritische Nachfragen kamen, eigentlich seitens aller Fraktionen, mit Ausnahme der FDP, diese Schiedsgerichtsgeschichten, wie das abzulaufen hat, über staatliches Blablabla und so weiter. Und da wurde von ihm dann auch gesagt, das wird alles veröffentlicht werden, und zwar bevor es in der Union zur Abstimmung kommt. Einige Sachen, der aktuelle Verhandlungsstand ist ja gerade schon veröffentlicht worden. Der Nico hat ja gesagt, die Seiten sind auch ganz gut aufzufinden. Und das muss man sich also wirklich sehr genau ansehen, um da auch weiter Anträge für uns jetzt hier im Landtag daraus ableiten zu können. Ich möchte nur daran erinnern, wir hier im Landtag hatten ja immer wieder das Thema auch schon angeschoben gehabt, auch im Plenum. Ich verweise hier nochmal gerne auf die Protokolle des Landtags, in denen es dann halt auch heißt, bei CETA ist ja alles nicht so eilig. Wir warten erstmal auf die deutschen Übersetzungen, bis die dann da sind. Dann können wir dann nochmal drüber reden. Von daher, das ist genau diese Blend- und Nebelkerzenpolitik, die hier gerne betrieben wird. Es ist ja nichts bewiesen. Denn, genau, es ist ja auch noch nichts bewiesen. Und genau so funktioniert das nämlich. Es wird dann auch hier ganz bewusst im Plenum, werden unsere Anträge dann entsprechend nicht nur nicht gutiert, sondern halt ganz einfach, ja, für schwachsinnig erklärt. Wie dann die Praxis aussieht, erfährt man dann nämlich genau, wenn man sich dann mal in Brüssel mit den Leuten unterhält. Und so wird dann halt hier Politik von Seiten der anderen Parteien gemacht. Daher bin ich für solche Protokollierungen auch immer sehr dankbar, wenigstens für die Nachwelt.